So, hallo, wir machen weiter. Bei Super. Mario Maker 2. Hat das ein Update? Bin ich richtig? Aha. Okay, aber da steht, es wird nicht lange dauern. Dann fahren wir es halt kurz durch. Dabei erzähle ich ein paar Sachen. Falsch, was mache ich denn? Ja, ich bin. Wahrscheinlich nehme ich jetzt nur einen Part kurz auf, weil eigentlich bin ich doch etwas müde. Aber ich will trotzdem einen Part aufnehmen, weil ich brauche Parts. Und ja, gerade bietet sich's halt an, einen aufzunehmen zumindest. Geht jetzt? Ach, die geht von selber wieder nicht. Ich will. So, besser. Das war ein Update. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Oh Mann. Das Problem ist natürlich, so längere Updates würden jetzt auch länger dauern wegen dem Internet, aber naja. Irgendwie höre ich jetzt gar nichts. Ah. Deswegen. Ja, da ist der Ton. Passt schon. Ich weiß auch gerade gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Es muss irgendein. Ich glaube, der Part kommt an dem Montag raus, der vom letzten Mal, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was wir da gemacht haben. Ich will jetzt einfach kurz ein paar Level spielen. Nein, will ich jetzt nicht. Ich habe eigentlich B gedrückt. Normalerweise, wenn man B drückt, kommt man doch auch raus. So. Wir aktualisieren erstmal den Stern. Wenn ich jetzt zu müde bin und hier total rumfaile, lasse ich es auch. Aber wir gucken erstmal kurz, ob hier was Neues ist. Vielleicht hätte die Alina schon wieder was gebaut. Was krass wäre, weil Peach's Curse ist ja gar nicht so lange her. Sie hat tatsächlich was gebaut. Into Yoshi's Cave We Wander. Und dann ist da noch ein Level. One Screen Puzzle Shenanigans. Auch von der. Alles Alina. Ja, let's go. Okay, 2,35. Explore the cave with Yoshi's Hub. Choose between Green and Red Yoshi for Boss. Ja, dann nehme ich doch auf jeden Fall den roten. Der kann Feuer spucken. Wüsste also nicht, warum ich den grünen nehmen sollte. Vielleicht ist das aber auch so eine. Ach, es tut mir leid, ich bin müde. So eine. Wie heißt das Wort? Oh mein Gott. Ja, ist es so eine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einzustellen, dass man sagt, der leichte Yoshi, der leichte Boss ist mit rotem Yoshi, weil Feuer spucken kann. Und der andere ist, also Hardcore-Modus ist sozusagen dann der grüne Yoshi oder gar kein Yoshi, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden alles sehen. Ich gehe erstmal hier hoch. Hier ist bestimmt ein Bonus. Yay! Ah, schon wieder alles wunderschön designt hier, ne? Auch die Brücke am Anfang hat mir schon wieder super gut gefallen. Und jetzt ist das wahrscheinlich die Höhle der Yoshis. Sind da noch keine Yoshi. Sind noch keine Yoshis da. Ah, das ist einfach nur Deko, es ist einfach schön. Das ist das, was Leveldesign einfach schön macht, solche Details und sowas. Ne, was überhaupt nichts mit dem Level zu tun. Was überhaupt nichts mit dem Level zu tun hat, sondern was einfach schön. Oh. Einfach schön ist. So, ich will sowieso klein sein. Och, jetzt brauche ich nochmal einen. Na komm her. Muss mich aber schicken, bevor der explodiert. Ah, das wird nix. Ja. Na doch. Reicht locker aus. So, Yoshi wird jetzt hier.
uns eine Weile begleiten anscheinend. Oh. Oh nein. Wäre das gewusst, hätte ich nochmal gedrückt. Aber wahrscheinlich kriege ich gleich noch einen. Ah ja, hier. Lotsen Yoshi weiter hier durch. Bomben ist immer so eine Sache. Oh, und jetzt ist er da oben. Das heißt, als nächstes muss ich an ihn ran. Ja, okay. Das würde über den Block hier funktionieren. Hier brauche ich ihn dann schon. Ah ja, okay. Ich hatte gerade Bedenken, dass ich es verhauen würde, aber alles gut, es hat funktioniert. Uff. Nicht in den Eiszapfen rein. Und dann ist alles cool. Ah, ich wollte kurz gucken, aber ich glaube, das kann ich mitnehmen. Naja, das kann ich mitnehmen. Weiß nicht, ob es mir was nützen wird. Ich nehme es einfach mal mit. Aber Yoshi und Sägen ist auch so eine unschöne Kombination. Geht das einfach nur hier rein? Es sieht überhaupt nichts. Okay. Und da der sich auch nicht nach oben. Ach. Was ist denn jetzt passiert? Oh, da fährt der nächste Yoshi. Okay, aber choose between. Ich kann ja nicht choose. Okay. Also im Moment muss ich hier den roten jetzt erstmal befreien. Aber hier, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann komme ich nicht mehr zu dem grünen zurück. Na gut. Dann ist das halt erstmal so. Ah, das wird jetzt... Passt. Passt, passt, perfekt. Nice. So, dann kommt er jetzt hierher. Und löst jetzt hier eine Ranke aus. Dann warten wir. Wir haben noch keine Checkpoint. Das ist was, was mich gerade unfassbar beunruhigt. Wenn wir jetzt irgendwo sterben sollten, weine ich ein bisschen. Oh. Gut. Sehr gut. Das ist, was ich brauche. Okay. Also haben wir jetzt praktisch den roten und den grünen befreit. Ich glaube, die Röhren sind jeweils die Befreier. Und jetzt entscheidet man dann beim Boss, welchen von beiden man nimmt oder so. Ja. Yeah. Choose between two red and... Die Frage ist halt jetzt... Oh. Da spuckt der Boss schon Feuer von weiter weg. Die Frage ist halt jetzt, ist das wirklich eine Schwierigkeitsentscheidung oder... Ach, Mist. Dann wäre das eigentlich sozusagen die leichtere Variante oder sind es zwei verschiedene Bosse? So, das ist die Frage. Aber ich wüsste halt nicht, wie ich schießen kann. Ach so, mit dem Grünen müsste man das Feuer von dem anderen Zeug einsammeln. Ja, ich verstehe. Das Feuer von... Oh, oh nein. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, was macht man, wenn man hier Yoshi verliert, aber das kann überhaupt nicht passieren. Der kann zwar loslaufen, aber man kann ihn nicht verlieren. Da ist man also auf der sicheren Seite. Bowser hängt in den Seilen und hat nichts Besseres zu tun, als uns abzuschießen. Einfach aus Prinzip. Befreien wir ihn mal. Ach, komm schon. Oh no. Ich sehe das, komm, ich sterbe noch. Oder auch nicht. Vielleicht stirbt auch Bowser. So. Okay, sehr schönes Level. Ich vergesse das immer, dass man Ziel überspringen kann. Das wird mir irgendwann noch das Genick brechen. Und das ist Yoshi Eye. Irgendwann wird mir das Genick brechen, aber wunderschön designt mal wieder. Absolut toll. Sehr schön. So, gucken wir uns noch das One-Screen-Puzzle an.
Das hatten wir ja. Wir hatten ja schon mal ein One-Screen-Puzzle von Alina, was etwas unfair war. Aber mal gucken, wie dieses ist. Ach so, ich bin. Ich. Doch, ich bin. Okay, passt schon. Den kann ich mir schon mal holen. Hier ist das Ziel. Also ich will am Ende den On-Off auslösen. Den On-Off löse ich aus. Weiß ich noch nicht. Ich meine, wie kriege ich das Holzding da weg? Was wir machen können, ist, wir kommen an das Springboard ran. Aber dann stirbt auch der Koopa. Ich weiß nicht, ob das passieren darf. Aber es hilft ja nichts. So. Jetzt können wir zumindest mal gucken, was der P-Switch macht. Huch. Und was hier drin ist. Ach, man kann die so nicht auslösen, ja? Wait, wie soll ich die denn? Ah, mit dem Koopa hätte ich den auslösen. Ja, hätte ich. Mist. Ja, dann ist vorbei. Dann ist an der Stelle vorbei. Also ich muss irgendwie. Na gut, ist eh Quatsch. Ich muss irgendwie mit dem Koopa da vorher hochkommen. Ich weiß auch wie. Ich habe es gerade gelöst. Na, so eben nicht. Nicht ich, sondern. Kann ich den nicht hochwerfen? Muss ich das so machen? Meine Idee geht gerade flöten. Andere Idee. Funktioniert das? Kann man den Pau auslösen? Das. So nit. So nit. Ich dachte, das wird. Kann ich das nicht da reinsetzen? Das geht genauso wie der Koopa nicht da rein. Ich dachte, ich kann die da reinsetzen irgendwie. Der muss doch für was gut sein, der Haken. Ich dachte jetzt, ich leg den Koopa da rein. Das war meine erste Idee. Ja, ich leg den Koopa da rein. Und dann stirbt der Koopa nicht, wenn ich den Muncher kille. Aber. Stellt sich raus, dass das nicht die Lösung ist. Wie kann ich den Koopa beschützen? Der stirbt doch da unten genauso, wenn ich jetzt hier den Pau hinsetze. Das interessiert ihn doch nicht, wo der Pau explodiert. Ja. Das ist aber Mist, das ist Mist, das ist Mist. Das ist Mist. Was muss in diese. Da muss. Ah, nee. Geht ja auch nicht. Also reinlaufen würde der wahrscheinlich schon, aber jetzt halt so nicht. Nur wenn ich den jetzt hier absetze. Das nützt mir ja alles nichts. Ist ein Ak Nice. Es geht ja doch. Ja, und jetzt stirbt er nämlich nicht. Perfekt. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da eine Bombe drin ist. Deswegen werde ich jetzt als erstes
den zweiten hier mir holen. Sehr gut. Ich werde das hier schon mal platzieren. Und vergessen, dass ein Koopa wieder rauskommen kann aus dem Panzer. Ups. Ups. Ah ja. Weiß nicht, warum das vorher nicht funktioniert hat. Ich hatte dann den Eindruck, es geht nicht, aber gut. Geht ja zum Glück doch. So. Diesmal sind wir aber... Ich meine, es kann eigentlich nur eine Bombe sein. Es muss irgendwas sein, was diesen Block da oben zerstört. Und ich wüsste nicht, was es anders sein soll als eine Bombe. Oder ein Stachelpanzer. Das würde die Sache einfacher machen. Deutlich einfacher. Oh, bitte sein Stachelpanzer. Dann müsste ich nämlich nicht... Mit einer Bombe müsst ihr mich nämlich ganz schön schicken. Dann hoffe ich auf Stachelpanzer. Mein Wissen kann ich es nicht, aber... Ja, lass mich in Ruhe. Nice. Genau was... Ich wollte es nicht loslassen. Aber dann ist das Rätsel gelöst. Sehr schön. Sehr schön. Prima. Großer Fan. So nicht. Das ist dann wirklich ein schönes One-Screen-Puzzle, wo man ein bisschen überlegen muss. Es ist nicht zu schwierig. Man kommt nach einer Weile drauf. Sehr gut. Und es ist keine unsichtbare Lösung. Hust. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was ich hier gerade fabriziere. Oh mein Gott. Ach komm. Es tut mir leid. Wow. So. Nein, nicht ganz runter. So. Ich meine, die Tode gerade, ne? Die waren sowas von unnötig. Ei. Nein, gehst du hoch? Okay. So. Vorsichtig. Ich warte. Das ist mir gerade zu risky. Lauf los. So. Schnell hoch. So. Einmal stoppen. Und weg damit. Jetzt einfach nicht auf dem Stachelpanzer landen. Sehr gut. Jetzt ist die Geschichte durch. Ach, ich brauche den zweiten. Geh weg. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, dass ich den nochmal losschicke, aber es passt. Alles gut, jetzt haben wir die Sache. Jetzt haben wir die Sache gelöst. So. Uff. Ei, aber schön. Ein paar Fallen drin, die ich... Was heißt denn da Fallen? Ich habe mich halt doof angestellt. Aber was soll's. Ja, das kann man halt schneller lösen. Aber es macht nichts. Sehr schön. Habe ich das andere geherzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, habe ich. Gut. Nicht, dass ich sowas vergesse. Okay, was gibt's gerade bei beliebt? Und ich werde halt nie alle Sachen spielen, die ich lese. Weil oft gefragt wird, warum hast du das und das nicht gespielt? Man kann nicht alles spielen. Ich suche mir einfach ein paar Sachen immer raus und dann... Ja, das zum Beispiel klingt gerade wahnsinnig interessant. Sieht zwar dann... Ist wohl sehr einfach, aber sieht gerade wahnsinnig interessant aus. Mario Toothpaste. Also nicht mal to the past, okay. Aha.
Wait, das ist jetzt wie Zelda, also und nicht wie Metroid. Oh, aber von der Art her ähnlich. Das heißt, da komme ich jetzt in den rechten Raum. Jawohl. Ist das der gleiche, weil es von der Art her sehr ähnlich wirkt? Ist das der gleiche Ersteller? Zelda-Musik. Hier gibt es einen Pilz. Da oben gibt es einen Schuh. Da geht es nicht weiter. Da muss jetzt hier runter wahrscheinlich. Dann wäre ich hier wahrscheinlich bisher nicht weiter gekommen. Jo. Da wäre Ende gewesen. Oh, jetzt muss ich den Schuh aber abgeben. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Aha. Ach so, die Tür. Ich bin durch die Tür gekommen. Ja, moin. Jetzt könnte ich mir den Schuh nochmal holen, aber... Muss ich das? Ich hoffe nicht. So. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Und der löst jetzt den Schlüssel aus. Okay. Also bisher dann aber ein bisschen linearer als der Metroid-Teil. Kommt mir zumindest so vor. Ich weiß es nicht. Weil man immer nur eine Möglichkeit hat, die man nutzen kann. Ne, es ist sehr, sehr eindeutig, sag ich mal, gehalten. Ach, ich muss in die... Ich bin nicht mehr. Hab's nicht gesehen. Ich bin ja doof. Ah ja, verstanden. Und jetzt kommen wir. Ja, wo geht's jetzt eigentlich hin? Ach, hier waren wir ja. Da haben wir ja die Blöcke ausgelöst. Natürlich. Und das war's dann wohl. Hier macht's gleich bumm. Lull. Lustige Idee für einen Boss auf jeden Fall. Sehr lustige Idee, weil es ja so einen ähnlichen Boss auch gibt in Zelda. Ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, ein bisschen linear. Bisschen einfach. Aber cool gemacht. Ist es der gleiche, der den Metroid teilt? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wir gucken mal kurz rein. Nee, da hat dann jemand einfach die Idee übernommen. Oder er ist noch weiter unten, ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall sehr viel schon gebaut, auch. Gucken wir uns jetzt aber nicht alles an. Sehr schön. Rainbow Rush Galaxy. Sah gerade nicht so spannend aus. Ah, es sind so viele... die interessant sein könnten. Mario Breakout Game. Breakout habe ich immer gemocht. Das ist das mit dem Balken, wo man so hin und her fährt und mit einer Kugel Blöcke abschießen muss. Ich weiß nicht, wie man das hier jetzt... Oh... Das ist ja wirklich wie Breakout. Oh. Man kann es allerdings kaputt machen, indem man es zu schnell bewegt. Okay.
Ups. Okay. Na, ich kann dich so ein bisschen auseinanderziehen. Lul. Aber coole Idee. Ach Mist. Reagiert nur ein bisschen arg spät, aber dafür ist es nicht sehr schwer. Nice. Nein, zu bald. Oh, der muss jetzt da ganz außen rum. Ach, wieso lasse ich ihn dann... Der muss einfach weiterfahren, genau. Jetzt da hoch. Und wenn er da nicht hoch... Jetzt will er hoch. Nice. Midway. Ja, das ist ganz cool. Nein! Ich dachte, der bleibt da. Das ist wirklich ganz cool, ja. Ich klinge nur gerade nicht so begeistert, weil ich halb müde bin, aber es ist wirklich cool. Nein, ich reagiere nur zu spät. Nice. Nice. Ach so. Verstanden. Ja, aber wie... Ach so, ja, guten Morgen. Bin ja richtig blöd gerade gewesen. So, oh. Last. Okay, da hauen wir jetzt einfach alles in die Bausas rein. Verstehe. Die killen sich nur gegenseitig, das ist das Problem. Oh Gott. Man kann halt hier eigentlich nur durch Zeit sterben, ne? Ansonsten kann man hier nicht sterben. Oh, ah, das war für Power, okay. Cool, ich sehe richtig viel. Danke, liebes Publikum. Ich habe richtig viel gesehen. What? Ich wollte gerade sagen, ich kann nichts machen, außer die Zeit abfahren. Okay. Cool. Schöne Idee. War ganz lustig. Forbidden Lake of Two. Okay, das klingt auch interessant. Wheel Eyes, Wheel Eyes, Wheel Lies. Scheint aber sehr einfach zu sein. Bisher ist alles gespiegelt. Hier ist halt ein Block. Ach so. So ein Ding ist das. Hier ist halt ein Block. Okay, ich verstehe das Konzept. Oh.
Ja gut, das ist jetzt auch nicht so wild. Da ist in der Mitte wieder ein Block. Na, den ich nicht brauche. Ah, er sagt mir hier, muss ich rein. Okay. Jetzt kann ich sogar unter Wasser gehen. Aber die hätte ich doch jetzt oben auch bekommen, ne? Ja, lul. Warum ist denn dann da offen? Achso, ich muss unten rum. Der muss fallen. Und dann komme ich da hoch. Ja. Der geht nicht weg. Der schon. Auf allen Seiten. Das war doof. Ah, kriegt die neue Blume. Und dann ist da oben wahrscheinlich der Schlüssel drin. Oder auch nicht. Ich muss beide holen. Ach so, jetzt sind die. Ja, sie sind ja jetzt echt. Ja, moin. Habe ich ein bisschen lang gebraucht, um das zu schnallen. Ich dachte, die eine ist nur gespiegelt, aber die waren jetzt ja beide echt. Okay. Ja. War vom Klang her am Anfang interessanter, als es dann wirklich war. Aber schlecht war es nicht. So, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde, dann beende ich hier den Part, sage Dank fürs Zuschauen und wir werden dann... Oh, hier sind so viele, die interessant klingen, aber ich kann nicht alles spielen, das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar, ich würde so viel, so gern mir so viel anschauen hier, ne, aber es ist alles so... Okay, aber das werden wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall, glaube ich, anschauen, das klingt super interessant. Das ist bestimmt eine Anlehnung an Meat Boy. Ach, da steht ja sogar Meat Boy. Danke fürs Zuschauen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und tschüss.